take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt's eine weitere Squad Building Challenge. Wir wollen uns wieder um die 90 plus Team of the Season Garantie SBC kümmern und mal schauen, was sonst noch heute rausgekommen ist. Es ist der 14.8. Es ist ein Freitag und mal schauen, ob neue Objectives Sachen am Start sind, irgendwie grindable Sachen zu FIFA 21. Wir werden es herausfinden, was uns EA diesen Freitag wieder gönnt. Bevor wir reinstarten ins Video, könnt ihr schon mal zu uns das Video supporten mit einem Daumen nach oben. 300 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus. Lasst uns die so schnell wie möglich auf jeden Fall voll machen. Und wir sehen es hier auf jeden Fall schon mal. Nachricht vom FIFA-Team. Saisonvorbereitung. Die zweite Runde der FIFA Ultimate Team 21 Preseason Boni geht los. Was es damit auf sich hat, gucken wir uns heute hier in dem Video an. Schreibt gerne eure Meinung darunter auf jeden Fall in die Kommentare. Auch zu der 90 Plus Totze Garantie SPC, falls ihr die wieder gemacht habt. Ist ja ein 82er Granted Squad, wenn mich alles nicht täuscht. Und damit würde ich sagen, starten wir rein. Lasst also einen Kommentar allein für den Algorithmus da. Gerne den Like-Button zerstören, aber mal so richtig ordentlich. Die Packs waren richtig nice, vor allen Dingen auch bei den letzten Malen. Wir haben schon zwei Videos dazu online auf dem Channel. Einmal haben wir 15 Packs davon gemacht und jetzt einmal auch 10 beim ersten Mal. Und ich glaube, für dieses Video bekommen wir auch mindestens 10 Sets zusammen. Wie viele es am Ende des Tages werden, weiß ich noch nicht. Ihr seht schon im Titel. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Lehnt euch zurück, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken und zeigt einfach Support. Falls ihr generell keine weiteren SBC-Content mehr in FIFA 20, aber natürlich auch hier passend jetzt zu FIFA 21, nicht mehr verpassen wollt, gerne die Glocke aktivieren, ein Abo dalassen und uns auf dem Weg zu den 35.000 Abonnenten weiter supporten. Und damit lesen wir das ganze Ding erstmal durch. Also da heißt es, in den nächsten 2 Wochen haben die Spieler als Spezialbonus die Gelegenheit, mit dem Abschluss bestimmter Ziele und SBCs in FIFA Ultimate Team 20 Boni für FIFA Ultimate Team 21 zu erhalten. Darunter ein Leihspieler-Pack, 84er bis 88er graded. Okay, jetzt nicht so interessant. Ein Leihspieler-Pack, 86er bis 90er graded. Ein untauschbares Spieler-Pack, 80 plus geratet, das April-Scherz-Trikot und das Icon-Auswärtstrikot und einen 5x500 Münzen-Boost. Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Interessiert mich jetzt erstmal so gar nicht. Schau dir unbedingt die Beschreibungen der Ziele und SBCs an, um dir im Laufe der Preseason Boni für FIFA Ultimate Team 21 zu sichern. Und das werden wir natürlich Tag ein, Tag aus auf jeden Fall machen. Und als zweites haben wir Vorbereitungsleihgeschenk am Start. Und zwar heißt es da, probiere in diesem Leihpack einige der besten FIFA Ultimate Team aus. Es enthält 5 Leihspieler für 5 Partien. Das wird wahrscheinlich auch immer so sein, dass die identischen sind. Welche es sind, können wir uns noch nicht herausfinden, das Pack noch nicht öffnen, weil wir haben ein Duplikat noch am Start und den werden wir jetzt gleich auch direkt benutzen, denke ich mal. 92er Tal ist am Start, 2x untradable am Start. Insofern kommt er ja direkt gleich rein in die SBC. Bevor wir auch reingehen in die 90 plus Tots SBC, weil heute Freitag ist, gucken wir uns jetzt erstmal die neuen Objectives-Sachen an. Icon-Einsatz haben wir da einmal am Start. Hol dir ein Belohnungs-Icon-Spielerpack für FIFA Ultimate Team 20 und ein Spielerpack 80 plus geratet für FIFA Ultimate Team 21. Also, wir bekommen ein beliebiges Icon-Spieler-Pack am Start, quasi in den Objectives, a free Icon. Und wir haben dann nochmal Premium-Goldspieler-Packs am Start, 3 Stück. Spiele 10 Squad-Battles-Partien, mindestens Profi oder Rivals, gewinne 8 Rivals-Partien und erziele 20 Tore in Rivals. Sozusagen haben wir jetzt eine Woche Zeit und bekommen eine free Icon. Ja? Vielleicht ist es Nakata, vielleicht ist es aber auch, keine Ahnung wer. Insofern, die Chance ist da. Können wir also schon mal festhalten, seit heute am Start für eine Woche verbleibend. Die Icon-Einsatz-Objective-Geschichte. Wissen wir da Bescheid. Team of the Season Brillanz. Das ist das mit den... Ah, ne, ist das neu? Ist das neu? Team of the Season Brillanz? Ich glaube, ja. Seltenes Spielerpack gibt es da zurück. Und dann 2 Spielerpacks, 3 Stück mal. Und dann haben wir wieder ganzen anderen Sachen, die wir schon kennen. Ja, und ich denke, das war es auf jeden Fall heute hier mit den Objectives an sich. Sonst gibt es nichts Neues. Meilensteine und so kennen wir natürlich. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt schon rein zu den SBCs. Wie gesagt, falls ihr SBCs Boni erhalten aus FIFA 21, dann steht das immer in der Beschreibung mit rein. Gestern haben wir nur eine Blanco-SBC erhalten. Haben wir auf jeden Fall gestern auch ein Video dazu gemacht. Falls ihr noch nicht gesehen habt, checkt es gerne auf jeden Fall ab. Und ja, hier haben wir noch das Icon-Upgrade für 2 Tage. Ob da eine neue Icon-Upgrade-SBC rauskommt, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir warten es ab. Und ja, sonst war es das für heute, für den heutigen Tag. Nur eine 90 plus Team of the Season Garantie SBC rausgekommen. Insgesamt verbleiben für 3 Tage. Und da ist es, tausch ein Team gegen ein Team of the Season Spieler mit 90er graded oder Gesamtrating oder höher. Ja, und das müssen wir abgeben. Wir kennen die SBC und zwar folgendes: ein Team of the Season Spieler, Team of the Week oder Team of the Moment Spieler, 82er graded Squad, 30 Team Chemie und Anzahl Spieler im Team sind 11. Ja, und ich habe schon gesagt, wir geben natürlich, weil wir ihn an Trail beim Start haben, wir haben schon Ramos gezogen. Die Packs waren so OP, Jungs. Wir haben alles schon zweimal gezogen aus den Upgrade-Sets, die am Start waren. Richarlison und so weiter und so fort. Und Atal
Wie gesagt, haben wir zweimal am Start. Den können wir schon mal ordentlich abgeben. Zack, bringt ordentlich Rating rein. Und ich glaube, wir können jetzt sogar in die Ligue 1 gehen und dann wirklich ganz entspannt hier die Low-Rated-Gold-Karten einfach mal benutzen. Und ich glaube, dann sollten wir schon auf das 82er-Rating mehr oder weniger von alleine kommen. Was anderes würde mich, sagen wir ganz ehrlich, würde mich wundern, ja? Wenn es anders ist. So viel, ja, Verlust können wir auf jeden Fall nicht machen an Rating. Siehst du, es ist schon 80er-Rating. Was? Wir brauchen nur noch ein, also das ist heftig. Das ist krass. Das ist echt heftig. Naja, die Frage ist, wen geben wir jetzt ab? Vielleicht haben wir einen Normal-Gold-Spieler, der high-rated ist, 84er, 85er oder sowas in die Richtung. Das wäre auf jeden Fall schon mal eine richtige Richtung, in die wir dann gehen könnten. Aber ich habe gar nicht mehr so lange normale Goldkarten gekauft. Insofern schauen wir einfach mal rein, ob wir vielleicht den einen oder anderen auf dem Transfermarkt kaufen oder ein paar 80er abgeben. Wäre auch eine Option, dass wir so aufs Rating kommen. Sieht aber nicht gut aus. Ich glaube, ich kaufe noch den einen oder anderen 82er oder 83er und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, Freunde, also hier haben wir jetzt folgenden Squad am Start. 82er gerated, 66 Teamschmied. Wir geben unter anderem ab einen Thiago Mendes. Ja, also den spiele ich eh nicht mehr an. Trail ist am Start, 84er Rating. Und wir haben noch zwei 83er gekauft. Insgesamt geben wir jetzt folgendes ab. Einmal ihn, einmal ihn, einmal ihn, einmal ihn. Zack, zack, zack. Wir gehen kurz durch, ihr seht es. Und ja, also richtig easy durch das hohe Rating von Atal schon. Insgesamt, falls ihr euch jetzt fragt, was kostet die SPC, folgendes, und zwar kostet die SPC insgesamt 55.000 Münzen, ja, oder geht Richtung 50.000 Münzen. Man muss ja bedenken, die SPC ist eben erst rausgekommen. Also sagen wir mal 50.000 Münzen pro Pack ist auf jeden Fall ein großer, großer Win. 82er Greater Squad für 90 plus Team of the Season, Jungs, da können wir einfach nicht meckern, ja, also da können wir nicht meckern und deshalb machen wir genau diese SPC heute und hier gemeinsam. Ich bin gespannt, was ihr in eure Sets drin hattet, schreibt es mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne rein und dann würde ich sagen, öffnen wir jetzt die beiden wunderbaren Packs. Lightots Pack ist auch noch am Start, aber erstmal Tal wieder zurückholen und zwar rein in den Verein und dann gucken wir mal, was bei den Light Team of the Season so am Start ist. Anscheinend ja ein Robert Lewandowski unter anderem, schauen wir mal rein. Jawohl, Team of the Season und dann haben wir, jawohl, es ist ein Robert Lewandowski unter anderem mit am Start in dem Leihpack. Wen haben wir noch am Start? Ein Duplikat? Nein. Lewandowski, De Bruyne, Varane, Martinez und Aubameyang. Also, Weekend League wird wieder nice. 90 plus Team of the Season Spieler. Jetzt gilt es, Daumen zu drücken. Hashtag Packlack runter in die Kommentare, Jungs. Daumen drücken. Am besten den Like-Button und Team of the Season logischerweise. Nein. Oh nein, oh, den hatte ich beim letzten, ich glaube beim ersten Mal hatte ich ihn schon am Start. Ich dachte, es wird jetzt wieder ein Atal. Das wäre natürlich kompletter Los gewesen. Für ein Atal abgeben, kriegt man ein Atal zurück. Es ist tatsächlich auch in Algeria, aber diesmal der schlechte. Slimani, 90er plus Team of the Season. Ich dachte, das Plus sehe ich jetzt gerade noch nicht. Ich würde sagen, das war ein fettes Lose-Ding hier mit Slimani. Aber man kann ja nicht immer Glück haben, Jungs. Man kann ja nicht immer Glück haben. Und damit würde ich sagen, springen wir auch schon direkt straight rein in die nächsten 90-plus-Tots-SPC-Packs in der Hoffnung, dass die besser werden. Naja, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der kommt wieder in eine garantierte Tots-SPC oder so rein. Und damit rein in die nächsten Packs. Let's go! So, Freunde, Pack Nummer 2 ist am Start. Mal gucken, es kann ja nur besser werden. Slimani war auf jeden Fall schon mal komplett lost, meiner Meinung nach, natürlich. Und jetzt wird es im Pack Nummer 2, Franzose, ja, ZM. Es wird, oh, von ZM, es wird ein 94er One. Eine nice Karte, Allrounder-Karte. Die Frage ist, ob du damit zufrieden bist, ja. Das geht auf jeden Fall besser. Wir wollen natürlich gerade die Angreifer ziehen. Aber 4 Sterne, was kostet der gute Mann noch? 139.000 Münzen an der Playstation, 160 an der Xbox und damit rein in Pack Nummer 3. So, Freunde, Pack Nummer 3 ist am Start. Wir sind bei André am Start. Ihr könnt mir gerne auch auf jeden Fall reinschreiben, was eure Meinung zu den Tots Packs jeweils ist. Was ist das beste Pack hier aus dem Video? Was ist das schlechte? Boah, mach nicht diesen. Alter, wir hatten es schon so oft. Wir hatten es schon so oft, ey. Rafa wird's. 93er LM Rafa ist am Start. Eine nice Karte. Aber ich denke mal, du hättest ja auch lieber ein CR7 gewünscht, das ist natürlich klar. Und damit rein in Pack Nummer 4. Wie gesagt, schreibt mal rein bei YouTube, was ihr findet, was war das beste Pack aus den Packs, die am Start sind. Und damit rein in Pack Nummer 4. So, Freunde, Pack Nummer 4. Wir sind bei Steinewerfer am Start. Und Italien wird's.
Linker Flügel. Es wird ein Insigne. Nice Karte, habe ich selber auch schon mal gespielt. Die Frage ist, ob du jetzt zufrieden bist damit. Insigne 93er. Der große, große Pull ist es noch nicht. Vier Sterne, aber nice. 125.000 an der PlayStation. 104k nur noch an der Xbox. Und wie gesagt, die SPC selber 50.000 Münzen. Damit rein in Pack Nummer 5. So, Freunde, Pack Nummer 5 ist am Start. Komm schon, ey, gönn. Bitte. Lass uns wieder was Gutes ziehen. Brasilien wird's. Jawohl, komm. Rechter Flügel. Ah, es wird Hulk. Es wird Hulk. 94er, ein bisschen Rating am Start. Je nachdem, aber definitiv SPC-Futter. Je nachdem, ich weiß nicht, wie dein Team aussieht. Hulk kostet, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Der Hype um ihn ist, glaube ich, vorbei. 130, 137.000 Münzen. Also ähnlich wie die Puls von eben. Und damit rein in Pack Nummer 6. So, Freunde, Pack Nummer 6. Wir sind bei Lecky am Start. Komm schon, jetzt aber yay. Jetzt aber gönn. Komm schon, yay. Bitte. Brasilien wieder. Bitte nicht rechter Flügel. ZOM. Oh mein Gott. Oh mein. Ah, 91er, Jungs. Das ist auch SPC-Futter wieder schlechthin. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es was Besseres, Lecky. Aber das war's auch dann mal komplett. Und damit rein in Pack Nummer 7. So, Freunde, Pack Nummer 7. Komm schon, jetzt aber. Wir sind bei The Rebeast am Start. Und es wird Kolumbien? Stürmer? Ach du heilige Mutter Teresa, was ist denn hier los? 90er Ranke. Gönn die Packs denn gar nicht mehr? Was ist denn da los? Also wir müssen heute auf jeden Fall die ein oder anderen Bonus-Packs machen, denke ich mir gerade. So, Freunde, Pack Nummer 8 ist am Start. Bitte, ey, komm. CR7, Mbappé, Neymar. Wir hatten sie schon fast alle. Und Argentinien, ja, Messi, ja. Das ist so traurig. Aber es wird 94er Salvio, sehe ich da gerade. Ist der noch was wert? Nee, ne? Ich glaube, wegen der Liga einfach ein Lost. Aber auch keine schlechten Werte. Aber irgendwas hatte der. Irgendwas, was mich aufgeregt hat. Vier Sterne da am Start. Ich weiß nicht mehr, was es war. Salvio auf jeden Fall am Start. Sagst du, ist eher Win oder Lose? Schreibt mir gerne eure Meinung rein in die Kommentare. Viel kostet auch nicht mehr. 130 an der PlayStation, 113 an der Xbox. Ja gut, muss man selbst wissen, ob man nicht spielen will. Yes or no. Und damit rein in Pack Nummer 9. So, Freunde, Pack Nummer 9. Wir sind bei Tolo am Start. Komm schon, jetzt aber. Nicht nur Rating, sondern auch einen ordentlichen Spieler. Pack Nummer 9. Ja, Holland. Mittelstürmer wird's. Es wird ein Depay. Der ist nice. Der ist richtig nice spielbar. Und Depay kostet noch. Kostet der denn noch viel? Oder sind die einfach alle jetzt runtergegangen durch die ganzen Totspacks, die letzten Tage? Ja, 120 und 120k an beiden Konsolen. Aber 5 Sterne, 3 Sterne. 5 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot. Spielen, yes or no. Ihr müsst es selber entscheiden und selber wissen. SPC-Futter würde ich sagen eher nein. Und damit rein in Pack Nummer 10. So, Freunde, Pack Nummer 10 ist am Start. Günzchen ist da und wir haben folgenden Spieler am Start. Bitte, ey, komm. Brasilien, ja. ZDM? Oh mein Gott. Alweda. Ist das denn ernst? 90er gerated Anselmo. Das kann doch nicht wahr sein. Immerhin Rating. Aber nein, EA gönnt anscheinend heute nicht. Pack Nummer 10 ist es gewesen. Und wir machen jetzt auch die ein oder anderen Bonus-Sets, würde ich sagen. Entweder 10 oder 15 Packs oder irgendwas dazwischen. Wir schauen es uns an. Let's go. So, Freunde, Pack Nummer 11. Wir sind bei André am Start. Bitte, EA, gönn. Gönnen die Packs doch? Yes or no? Bitte, Frankreich. Ah, ZM schon wieder. Ah, diesmal der andere sogar. Welches Rating hat er nochmal? 92er? Ja, 92er. Savanier wird's aus Pack Nummer 11 und damit rein in Pack Nummer 12. So, Freunde, nächstes Pack. Pack Nummer 12 ist am Start. Wer ist drin, ist die große Frage. Wer ist drin? Oh, wieder Brasilien. Bitte diesmal linker Flügel. Nein, es wird Torwart. Es wird ein Alisson. Also hier ist immerhin natürlich Rating jetzt am Start mit 97. Das ist schon mal nice. Alisson, Team of the Season. Kannst also schon mal mitnehmen. Torwart ist Torwart meiner Meinung nach. Wenigstens sehr high rated. Schreibt er gerade selber rein in den Chat. Jo, so sieht's aus. Und damit rein in Pack Nummer 13. So, Freunde, Pack Nummer 13. Und ich glaube, damit ist es auf jeden Fall das letzte Pack für dieses Video. Ja, das sieht schon gut aus. Ah, leider ein Godin. Inter Mailand. Wir haben 93er Rating immer am Start. Das ist auf jeden Fall SPC-Futter.
Dann haben wir 13 Sets fürs Video insgesamt zusammenbekommen. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der dabei gewesen ist, ein Pack zur Verfügung gestellt habt. Lasst auf jeden Fall Liebe da in den Kommentaren. Und ja, schreibt mal rein, wenn ihr die SPC gemacht habt, was hattet ihr in eurem Set drin? Würde mich auf jeden Fall extrem freuen, auch wenn ihr das Video supporten könnt. Lasst uns die 300, 400 oder 500 Likes auch wieder voll machen. Und damit sehen wir uns morgen wieder. Samstagabend, Samstag 19 Uhr Content. Ich bin gespannt, was rauskommt. Falls ihr uns mal live sehen wollt, kommt gerne bei Twitch vorbei. twitch.tv/archigaming. Mich würde es freuen und damit reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.